Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Baltic Sea unterwegs. Wir sind bereits in Folge 60 und ja, wir sind am Düngen, ne? So simpel ist es. Das ist das Einzige, was wir nämlich momentan noch machen müssen. Und ja, es sind noch knapp 3 Wochen bis zum Landwirtschaftssimulator. Das heißt, so super viele Folgen haben wir hier leider nicht mehr am Start, aber wollen wir gucken, dass man das Bestmögliche daraus macht, dass wir noch ein bisschen Kohle machen aus der ganzen Geschichte. Und wir können natürlich auch gucken, wo wir noch Kohle investieren, weil wir haben 600.000 am Start. Ne? Da können wir mal gucken. Was mir noch aufgefallen ist, ist, ich besuche mal die Kuhweide. Das sieht alles ganz nett aus hier. Die Kühe kommen ja auch alle gerade schön rausmarschiert. Aber ich glaube, so super sauber sieht das hier nicht aus. Und ich glaube auch, so super gut geht es hier, glaube ich, gar nicht. Produktivität ist hoch, die Sauberkeit ist wünschenswert anders. Gras würden wir tatsächlich mal gebrauchen. Und ja, so sieht das aus. Also eigentlich müssten wir mal eine Runde Gras mähen. Und dann mal gucken, was wir draus machen, ne? Kraftfuttergeschichte, allen drum und dran. Ja, ist die Frage, ne? Wir haben jetzt 11 und 15 Tiere. Und wir haben sie echt vernachlässigt, muss man so sagen, wie es ist. Ob wir ihnen nicht den Freitod gönnen? Nein, natürlich nicht. Theoretisch, wenn wir verkaufen würden, wäre es das allerdings, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ich weiß gar nicht, können wir hier auch das Tor aufmachen? Kann man hier nicht rein? Doch, kann man. Ich wollte sagen, man muss sie doch rein und rausfahren können irgendwie. Was ist das hier für ein Punkt? Ist das der Anlieferungspunkt? Na, Tiermenü öffnen. Seht ihr, hier könnten wir jetzt die Tiere verkaufen, weil, ja, ne? Wir haben uns jetzt nicht mehr, also wir müssen jetzt ehrlich sein. Wir haben uns jetzt natürlich bis jetzt nicht groß drum gekümmert. Jetzt die Tiere groß hier aufpushen, versuchen und machen und tun, wird wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig funktionieren, weil in 3 Wochen steht der 2019 vor der Tür und dann haben wir hier das Finale gehabt sozusagen. Dann werden wir wechseln, ne? Das heißt, ich habe in einigen anderen Let's Plays auch schon gesagt, was denn so langsam anliegt, ne? Was denn gemacht wird. Also ich werde im Landwirtschaftssimulator 2019 die beiden unbekannten Karten, sag ich mal so, ein Let's Play mit anfangen. Auch um zu zeigen, was dementsprechend alles da ist und was alles dazugekommen ist und was wir alles gekriegt haben. Dann, wie die neuen Karten dann funktionieren. Das heißt also, mit den Ho selber Hofsätzen. Also ich werde in verschiedenen Schwierigkeitsgraden mal gucken, wie es das ist. Vielleicht fange ich auch bei jedem unterschiedlich an. Und ich werde die Estancia La Pacho noch dementsprechend nochmal zeigen, damit man einen Vergleich hat zu der Originalkarte, die bei der Platinum Edition beim 2017er dabei war. Da haben wir sie ja auch schon gespielt. Deswegen werde ich da jetzt kein großes Let's Play von machen, sondern ich möchte einfach nur mal einen Vergleich sehen, dass man sagt, ah, so sah das aus, so sah das aus. Vielleicht mache ich da Einblendungen, ne, dass ich das Video so zusammenschneide, dass man ein bisschen was von der 17 sieht und dass man von der 17er Karte sieht und dann halt von der 19er Karte mal den Unterschied sieht. Das ist natürlich das Optimale, wenn es die Karten auf beiden gibt, dann kann man sich auch den Unterschied angucken. Sowas wird dann aber als Special laufen. Ihr kriegt ja momentan in 5 Let's Plays 3 Folgen am Tag von mir. Und ich mache es ja dann so, werde ich 2 Let's Plays machen. Einmal aus der amerikanischen Karte, einmal auf der europäischen Karte. Unterschiedliche Startbestimmungen, unterschiedliche Ideen. Und wir werden dementsprechend da wahrscheinlich am Anfang erstmal jeden Tag eine Folge sehen. Das sind dann schon mal 2 am Tag. Plus dann eine Reihe mit Specials. Das heißt, da werde ich mal die ganzen Wagen und die ganzen Traktoren und die ganzen Geräte und die ganzen Erntemaschinen alles mal durchgehen. Vielleicht auch dementsprechend einfach probeweise alles mal kaufen und dann hinstellen, dass ihr mal seht, wie es ist, mal was anschließen, gucken, wie es geht, wie, ne, damit ihr halt sieht, was ist im Fuhrpark drin. Es sollen über 300 Geräte und Fahrzeuge da sein. Da kann man sich natürlich dann auch mit beschäftigen. Und natürlich wird das dann übergehen, entweder in gleich ein Let's Play auf einer gemoddeten Karte, wenn es dann soweit ist und die ersten Karten auftauchen, oder es wird auch dann teilweise vielleicht Modvorstellungen geben, und es kann auch sein, dass ich zum Beispiel, wenn es platzierbare Mods sind oder auch andere Fahrzeuge sind, in den Originalkarten, in den
Let's Plays da was einfließen lasse. Die Originalkarten, das ist, ist beim 2017er genauso gelaufen, die sind nachher einfach abgeappt und dann, ne, wurden sie weniger bis gar nicht mehr gespielt. So einfach ist es, weil natürlich keine Produktion und nichts da ist, es sei denn, man hat es gesetzt. Ne? Aber man muss natürlich immer gucken, eine vernünftige Karte braucht natürlich auch eine gewisse Entwicklungszeit. Auch wenn jetzt vorgearbeitet wird, was zum Beispiel jetzt Gegenstände angeht, ne? Maya sei, ne? Sei Dank, wird schon geschraubt und gebastelt vielleicht an vielen Stellen. Aber trotzdem muss man es ja erstmal in der neuen Version dann umsetzen können, dass auch alles vernünftig läuft und das Ganze auch erstmal einbringen, dass es vernünftig läuft. Also man kann natürlich jetzt nicht erwarten, ne? Das Spiel ist einen Tag alt, wo sind die Modkarten? So wird es nicht sein. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen mal gucken, was wir da machen. Und damit die Tiere hier nicht länger leiden, hege ich die Vermutung, werde ich sie verkaufen. Und dann kann ich hier auch keine Schwierigkeiten mehr haben mit den armen Tieren. Genauso wie wir dann auch den Futterwagen hier verkaufen können. Ne? Das ist dann irgendwie alles überflüssig. Und den Schweinebestand, da können wir mal über die Karte auch nochmal hinhüpfen. So, Schweine haben wir offiziell da, besuchen. Ich muss mal gucken, wo hier überhaupt der Punkt ist. Ich könnte sein, dass er hier vielleicht sogar ist. Ja, auch hier eher. Die können beim anderen Bauern. Ich habe sie jetzt natürlich nicht an den Schlachthof verkauft. Ne? Nein, nein. Sondern ich habe sie jetzt an einem anderen Bauern verkauft, bei dem sie jetzt ein besseres Leben haben. Ne? So einfach ist es. Wir gehen jetzt nochmal hier in unsere Garage. Gucken auch hier. Was wir natürlich jetzt dadurch machen könnten, ist natürlich unsere Ballengeschichte und sowas auch verkaufen, weil da brauchen wir die Tiergeschichte halt nicht für. Ne? Also ich verkaufe das Fahrzeug hier nochmal so und dann gucken wir mal. So, und dann wollen wir mal sehen, dass wir lieber alles andere nochmal wieder vernünftig ans Laufen kriegen. Das macht nämlich viel mehr Sinn. Gucken mal, wo er jetzt hier ist. Ich mache die Hilfe mal aus. Wir gehen jetzt mal auf die Karte. Ich muss mal auf den Düngefortschritt gehen. Okay, er wird jetzt eine Überführungsbahn machen, dass er hierhin kommt und den Spaß hierhin bringt. Und das ist die letzte, die er machen muss, bevor wir vorspulen können. Ne? So. So einfach ist es. So, jetzt kommt seine Überführungsbahn. Das ist halt die, wo ihr seht, dass er keine Punkte hat. Er fährt jetzt einfach schnurstracks irgendwo hinten zu dem Punkt hin. Sieht aus, als wenn er nicht wüsste, was er tut, aber er tut in Wirklichkeit wissen, was er macht oder so ähnlich. Wir lassen uns mal überraschen. Aber eigentlich fährt er natürlich jetzt nicht die Linie lang, die er fangen sollte, aber er fährt anscheinend Bahnen lang. Mal gucken, ob er gleich irgendwie rechts abbiegt oder so, um die andere Spur da aufzunehmen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oder folgt er jetzt dieser Bahn? Da bin ich echt gespannt. Also er muss ja in dem Sinne das da drüben noch machen. Weil er fährt jetzt ja sonst wohin. Nee, das war gar keine. Hä? Ah doch, er seht ihr, er biegt ab. Er dreht rein und jetzt nimmt er das als Bahn an. Aha. Okay, er ist also gar nicht mal dem Strich gefolgt, sondern jetzt müsste er den Düngepart anschmeißen. Ja, hat er auch. Also das hat tatsächlich geklappt, obwohl es echt wirsch aussah, finde ich. Ja, ja, wirsch. Gut, ja, wie gesagt, er muss den Part hier noch eben zu Ende machen. Ich will natürlich jetzt auch nicht vorspulen und dann springt das hier um. Das wäre natürlich doof, obwohl eigentlich kann hier nichts mehr passieren, weil das ist dann gleich gedüngt. Ne, eigentlich kann eh nichts passieren, weil der Part da auch noch läuft. So, wir können natürlich auch noch gucken, was haben wir denn sonst noch hier an Feldern? Hier zum Beispiel die 31. Da ist noch eine schöne Ladung Soja drauf, sehe ich gerade. Aha, aha. Und die ist auch reif. Ja, aber wir wollen mal gucken. Wir wollen erstmal sehen, dass wir es vielleicht nochmal hinkriegen, alle Felder, die wir jetzt hier haben, noch einmal zu ernten und das nochmal die Produktion richtig auflaufen zu lassen, dass mal richtig ein bisschen was passiert da, ne? Das wollen wir mal gucken. Das ist eine Wiese, deswegen sah die ja so komisch aus. Wenn ich das hier ausmache, dann sieht das nicht mehr so schlimm aus.
Weil die müssten wir eigentlich alle jetzt nicht tiefengrubbern müssen, weil eigentlich sind die bei der nächsten Ernte nicht dran. So, der Kollege muss noch eine Bahn fahren. Jo, da ist er. Fährt auch ziemlich wirsch an, aber scheint zu funktionieren, ne? Silber mehr. Manchmal ist man halt von Körsper überrascht, manchmal ist man erstaunt. Kann man drehen, wie man will. Und es ist auch die Frage, was davon das Positive ist manchmal. So. Ja, das ist natürlich ein Traum. Ein super Albtraum. Wir haben jetzt hier tatsächlich die letzte... Ja, okay. Ich sag nichts dazu. Wir müssen das eh machen. Ich fahre jetzt tatsächlich zurück, fülle ihn und komme wieder mit ihm hierher. Was aber daran liegt, hier in der Nähe müssen wir eh dann auch wieder auf dem Feld drauf. Ich habe natürlich jetzt hier wenig Chancen, auf dem Seitenstreifen zu fahren, ohne dass ich hier absaufe. Ne, hier geht's. Wir müssen jetzt natürlich einmal rüberfahren und das gute Stück hier auffüllen. Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Das werden wir jetzt auch... Oh, da war ein bisschen hochgelegt. Ja, lieber ein bisschen durch die Frucht, als wenn ich den Traktor absaufen lasse hier. Das muss nicht sein. So. Da hinten sehen wir unser ganzes Spektakel aufgebaut. Früher war es der direkte Blick aufs Meer. Jetzt ist es der direkte Blick auf unser Industriegebiet. Der direkte Blick drauf. So. Hier freundlich in der Runde gezischt. Eigentlich muss ich jetzt hier nur mal die Luke aufmachen. So. Er hat jetzt ja nichts mehr drin. Eigentlich müsste ich ihn jetzt unserer Lagereinheit auffüllen können. Dafür müssen wir erstmal hier rum. So simpel ist es. So. Ja, Aufgabe ist natürlich jetzt hier möglichst viel erreichen, dass wir hier uns mit dem, was wir hier haben, zur Ruhe setzen können am besten. Und das Ganze an dem Nachfolger verkaufen können. Ne? So, mal gucken, wie dicht ich oder genau hier drunter stehen muss und ob er auch was macht. Oh ja, doch, er lässt mich hier tatsächlich befüllen. Hier ist natürlich nichts drin von dem komischen Zeug, das ist alles vorne. Aber wir haben hier Dünger ohne Ende. Den hatte ich jetzt ausgewählt. Warum hat er den nicht genommen? Start. Also, irgendeine kleine Macke hatte er. Aber es macht nichts. Er macht es auf jeden Fall. Wir haben jetzt wieder frische 4000 drin. Und brauchen uns da keinen Fratz drum kümmern, dass es uns das Geld kostet, weil das haben wir schön als Nebenprodukt erhalten. Wunderprächtig. So. Gut, dann wollen wir mal. Ja, wie lang, übrigens um das Thema wieder aufzugreifen, wie lang welches Let's Play noch läuft, ob alle jetzt genau bis in die letzte Sekunde laufen oder einen Tag länger oder einen Tag weniger, das steht einfach noch nicht fest. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie es jetzt, Entschuldigung für den Räusper, wie es jetzt ausgeht, sage ich einfach mal so. Wie man ein abgerundetes Ende findet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier bei der Baltic Sea vielleicht gar nicht ganz bis zum Ende ist, sondern dass wir in der Woche davor schon am Ende sind. So bei dem, was ich jetzt so noch angedacht habe, sag ich mal so. Andere Sachen sind die Planung bis zum letzten Tag auf jeden Fall. Ich kann zum Beispiel sagen, dass die Swapper Agro, weil da noch sehr viel zu machen war, eigentlich noch mehr, wie ich, also ich hätte noch mehr machen wollen, aber ich bin das mal so durchgegangen. Man plant ja so ein bisschen, was man wo ne, macht. Und da muss man einfach sagen, dass dass es da halt so viel zu tun gab, dass ich mir raussuchen musste, was ich noch machen wollte. Ne, und habe mir erstmal das für die Folgen aufgeschrieben, ungefähr den Zeitplan, was ich brauche. Und ich weiß, dass ich jetzt von meiner Planung her zum Beispiel wird die Swapper Agro genau am Erscheinungstag des 2019ers zu Ende gehen. Das heißt also, in der 2019er erscheint an dem Tag morgens, wird die letzte Swapper-Folge gelaufen sein. So einfach sieht das bis jetzt aus. Also, wir haben die Kursenpart jetzt hier durch. Ich stehe jetzt hier. So. Ja, was kann ich jetzt machen? Theoretisch muss ich nichts machen.
Das Einzige, was ich machen muss, ist jetzt gucken, dass die Jungs erntefähig fertig sind und die anderen Jungs noch eine Düngefolge abkönnen. Ihr seht, ein paar Sachen muss ich noch düngen. Also wir haben drei Felder zum Düngen, die 25. Da stehe ich jetzt ungefähr. Ne? Da seht ihr mich ja stehen. Und dann halt die beiden noch. Die anderen sind fertig. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, bis was fertig ist. Ich muss mal einmal kurz hier aus dem Menü rausgehen, sonst sehe ich das nicht. Ich habe die Zeit jetzt angeschmissen. Weil, wie gesagt, ich wollte jetzt in den Folgen, die wir jetzt noch haben, ich weiß nicht, wie viele es noch sind, irgendwas zwischen 8 und 12 Folgen wird es wohl noch geben, schätze ich. In dem Bereich muss man halt jetzt natürlich gucken, dass wir hier einen Ablauf noch rankriegen. Ne? So sieht es halt aus. Bewölkt, dunstig morgens. Das ist ja unschön, oder nicht? Ich finde das nicht sonderlich nett, sowas. Aber wir gucken mal. Weil dann geht es natürlich auch schon mit dem Drescher wieder los. Ihr seht selber, da werden die Felder 4 und 6 natürlich auf reif umspringen. Und dann geht es da los. Ne? So, aber während wir das machen, bringen wir den ganzen Spaß hier mal zu Ende, nämlich die Folge für heute. So einfach ist es. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich super. Und dann sage ich ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.